Hi, ich habe ein kleines Update zu den Streams für euch. Denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich jetzt die letzten Tage über so ein bisschen auf YouTube gestreamt und wollte mir das Ganze mal anschauen. Und tatsächlich bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich nicht weiter auf YouTube streamen möchte. Aber MOP, warum möchtest du nicht auf YouTube streamen? Dafür gibt es tatsächlich relativ viele Gründe. Zum einen, weil es aus irgendeinem Grund wesentlich mehr Leistung frisst und ich da in schlechterer Qualität streamen kann, was vor allem für jemanden wie mich mit einer 6K-Leitung sehr, sehr erfreulich ist. Insofern hat da Twitch einen Punkt vorn. Punkt 2 ist, für die Mods ist es wesentlich angenehmer, auf Twitch den Chat übersichtlich zu halten. Zum Beispiel bei YouTube, wenn da jemand blockiert wird, da... Also von jedem, der es gemacht wird, wird das extra im Chat eingeblendet. Das heißt, wenn einer spammt und dann mehrere Mods darauf reagieren, ist das ganze Chatfenster wieder voll mit. Jemand wurde blockiert und das ist ziemlich nervig. Und es gibt keinen Slow-Mode, soweit ich das gesehen habe. Das ist auch relativ nervig. Und das Allernervigste, was unter anderem auch der Grund ist, warum ich das Video überhaupt mache, ist die Tatsache, dass wenn Leute über den Stream auf YouTube blockiert wurden, weil sie aus irgendeinem Grund gespammt haben oder was auch immer, wenn sie halt eben blockiert wurden, dann sind sie auch auf dem YouTube-Kanal blockiert, was an sich kein großes Thema wäre. Denn ist an sich kein großes Thema. Vor allem kommt es auch eventuell vor, dass Fehler passieren und man Leute fälschlicherweise bannt. Zum Beispiel hat mir da vor kurzem jemand eine E-Mail geschrieben. So, deswegen, jemand hat mir eine Mail geschrieben und gesagt, hey, das ist, vielleicht ist das blöd rübergekommen, hat vielleicht Fehler gemacht, war ein bisschen kacke, ich kann bei dir jetzt auch unter Videos nichts schreiben, kannst du mich dann wieder entspannen. Da habe ich gesagt, ja, okay. Okay, klingt fair, soweit mache ich. Dann wollte ich das machen. Und eigentlich macht man es immer über die sogenannten Community-Einstellungen. Da ist so eine Liste, wo dran steht, welche Leute eben blockiert wurden. Und ja, da stehen die halt drin, da kann ich ja auch wieder rausnehmen. So, die Sache ist nur, die Personen, die über einen Stream gebannt wurden, stehen da nicht drin. Das bedeutet, ja, solche Leute, da muss ich dann direkt auf den Kanal gehen und sie von da aus dann wieder entbannen. Und das ist unfassbar umständlich. Vor allem, weil es bei YouTube dann ein bisschen auch wieder doppelt blöd ist, wenn man da blockiert wurde. Vor allem, weil, wie gesagt, es kann zu Fehlern kommen. Vor allem, wenn relativ viel in den Chats los war, was bei mir bei den letzten Streams war. Und auch relativ viel Spam. Das bedeutet, da kann man auch eventuell nicht ganz gerechtfertigt dann gebannt werden. Ist alles immer... Ist relativ schwer, wenn so viel Spam da ist. Deswegen ist es auch scheiße, dass es keinen Slow-Mode gibt auf YouTube. Dementsprechend würde ich sagen, ich streame wieder auf Twitch und... Wenn ihr das Gefühl habt, ich wurde voll fälschlicherweise blockiert. Die Leute sind dann übrigens nur, können nur keine Kommentare und so mehr schreiben. Insgesamt sind sie, haben sie meinen Kanal dann, glaube ich, noch abonniert. Das ist ganz seltsam inzwischen. Falls ihr das Gefühl habt, dann könnt ihr mir mit eurer herzerwärmenden Geschichte eine Mail schreiben an kontakt@mythosofgaming.de. Habe ich in der Beschreibung verlinkt, die E-Mail-Adresse. Dürft ihr mir da eine schöne E-Mail-Adresse schreiben und dann... Dann werden wir sehen, welche Leute wieder entbannt werden. Und ihr seht, inwiefern das auf YouTube-Streamen allein in der Hinsicht relativ scheiße ist, dass man sowas machen muss. Übrigens möchte ich auch anmerken, für Leute, die fälschlicherweise gebannt wurden, möchte ich keine Schuld auf die Mods schieben oder so. Ich stehe hinter dem, was sie tun. Es sind meine Mods. Vielen Dank. Gut. Das war soweit alles. Könnt ihr mir eine Mail schreiben, wenn ihr euch denkt, das ist nicht so gut gelaufen. Mit eurer Geschichte und eurem Kanal-Link. Okay. Dann war das alles soweit. Gute Nacht, denke ich.